Hallo Leute, herzlich willkommen bei Boras Beitrag. Das Thema für diese Woche ist wieder das Thema Gesundheit. Meine gesamten Informationen in diesem Bereich beziehe ich von Dr. Joachim Mutter. Das ist in dem Bereich chronischer Erkrankung für mich die kompetenteste Anlaufstelle. Es wird diese Woche 8 Themenbereiche geben und dazu werde ich täglich ein Video veröffentlichen. Falls ihr eure Gesundheit wieder erlangen wollt oder mehr Leistung im Sport erbringen möchtet oder abnehmen wollt, je nachdem, was auch immer, es wird in allen Bereichen mehr als hilfreich sein. Zudem sind diese Informationen auch allgemein wertvoll, falls man im Familienkreis jemanden hat, der krank ist oder unter Energielosigkeit leidet, unter Antriebsstörungen oder eventuell auch depressive Verstimmung, was auch immer. Es handelt sich hierbei um ein sehr wertvolles Wissen, das ich mit euch teilen möchte. Es wird 8 Themenpunkte geben. Dazu zählen erstens persönliche Belastung ermitteln, Bluttests, Urin, Stuhl, Haar- und Speichelanalysen. Der zweite Punkt, körpereigene Heilungskräfte stärken. Dazu zählt, die Entgiftungsorgane zu stärken. Abtransport und Ausscheidung von Gift und Schadstoffen beschleunigen. Metalle im Mundraum entfernen lassen. Gifte ausleiten. Algen, Koriander, Heilerde, gegebenenfalls Gelatbildner. Die Ernährung umstellen. Frischkost, Verzicht auf Fleisch und im Allgemeinen tierische Produkte und Kohlenhydrate. Nachhelfen mit Nahrungsergänzungsmitteln. Entgiftung unterstützen. Sauna, Bürstenmassagen, Wechselbäder, Fasten etc. In Bewegung kommen. Dort wird es dann spezielle Sportprogramme geben. Wenn ihr euch mit diesem gesamten Themengebiet auseinandersetzt, könnt ihr ganz, ganz viel reißen in eurem Leben. Auf ganzer Ebene. Das wird so eine Art Mammutprojekt auf meinem Channel werden. Ich werde da also ordentlich zu tun haben, aber ich teile das gerne und ich möchte auch, dass diese Information sich verbreitet und die Leute das kennen. Okay Leute, dann lasst uns gemeinsam durchstarten. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Ich freue mich auf jeden Fall ganz doll. Ich werde die Woche Vollgas geben und ich freue mich über jeden, der sich anschließt. Ansonsten viel Spaß bei den Videos und bis morgen.